Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dunkle Schatten. Ich muss jetzt einmal dazu sagen, die Sprüche waren ja wirklich nicht schlecht, die eigentlich hier unser Carsten auf die Wand gemacht hat. Trotzdem mit ein paar Bildern noch, wäre das sicherlich nicht schlecht. War eigentlich, bevor wir das beendet hatten, die letzte Folge, nur Mike hier gewesen, Anja und dieser Gast. Denn die beiden und die beiden, die waren doch eigentlich gar nicht da gewesen, oder? Ich glaube, die waren eigentlich nicht da gewesen. Na gut, Mike. Hallo. Anja hat mir gesagt, dass du der Carsten bist. Du willst mich sprechen? Stimmt. Ich laufe mir schon den ganzen Tag die Hacken ab, um sie zu treffen. Sag Mike zu mir und dann sag mal kurz, um was es geht. Ich habe nicht viel Zeit, aber heute Abend können wir länger miteinander reden. Ich habe totalen Stress mit meinem Alten. Der ist jetzt ständig vor der Klotze. Quatsch den größten Blödsinn. Über Gott und die Welt und... Mensch, Carsten, ich will ja nicht unhöflich sein, aber hast du es nicht für jetzt ein bisschen knapper? Okay. Wir haben uns über die Fabrik gestritten, über die Ausländer und wie er mit Mutti umgeht. Und der Jörg meint, sie... Räusper. Du könntest mal mit meinem Vater reden. Wenn der Jörg das meint... Aber Scherz beiseite. Heute Abend passt das ganz gut. Irgendwann gegen 7 am besten. Ist dein Vater dann da? Normalerweise ja. Es wird auch eine gute Zeit, da läuft ausnahmsweise der Kasten noch nicht. Weil es da kein Quiz gibt. Okay, dann mach's mal gut. Danke, Mike. Gut, er redet also mit unserem Vater. So, was können wir denn jetzt noch Schönes machen? Er hat gesagt, er macht zu. Versuch's mal bei Ralf nochmal. Ich schätze mal, Jörg wird wahrscheinlich auch nicht zu Hause sein. Sonst würde ich dann nochmal bei diesem Haus, bei dem Wald, es versuchen. Vielleicht sind jetzt die Kerle weg, die dort rumlungern. Ja, doch, jetzt ist gar noch mehr hier. Alle weg. Es sind irgendwelche komischen Broschüren und Flugblätter drin. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. So wie es bei denen aussieht. Ob die anderen Deutschen auch stolz auf diese Typen sind? Was steht denn da? Deutschland den Deutschen. Klingt ziemlich blöd. Bayern den Bayern. Sachsen den Sachsen. Disney den Mickey Mäusen. Und hier, das Dritte Reich lebt. Und Millionen Menschen sind tot. Am besten, ich nehme die Kiste mal mit. Muss ich dem Bäcker zeigen. Na, dann nimm das Ding mal mit. Schlepp ruhig eine ganze Kiste mit. Ja, genau, ich glaube, den konnte ich mitnehmen. Nee, die fasse ich nicht an. Wieso die?
fremdenfeindlich motivierter Gewalttaten 1993. 1993 wurden 1609 fremdenfeindlich motivierter Gewalttaten bekannt. 20 Tötungsdelikte, 3 Sprengstoffanschläge, 284 Brandanschläge, 36 Landfriedensbrüche, 727 Körperverletzungen, 539 Sachbeschädigungen mit Gewaltanwendung. Bei den Tätern handelt es sich vorwiegend um männliche Jugendliche unter 20 Jahren. Aus dem Verfassungsschutzbericht von 93. Und ja, mir ist doch schon aufgefallen, hier ist ein Hakenkreuz zu sehen. Pfui, Deibel! Die müssen ja saufen wie die Blöden. Anders lässt sich das Chaos hier auch nicht ertragen. Ach, das hatten wir ja schon gehabt. Den will er nicht haben. Mensch, was für eine Bruchbude. Gott sei Dank kann ich genug sehen. Das ist ja das reinste Rattennest. Nazi-Embleme und Nazi-Gruß strafbar. Das Herstellen, Einführen und Verbreiten. Künftig auch das Ausführen von Propagandamaterial von Parteien und Vereinigungen, die wegen Verfassungswidrigkeit verboten sind, ist strafbar. Das Strafmaß Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Das gilt ebenfalls für die Verwendung und Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wie für das Hakenkreuz oder den Hitlergruß. Künftig auch für andere Kennzeichen, die diesen sehr stark ähneln. Oh mein Gott, hoffentlich bekomme ich keinen Ärger, weil ich ja dieses Zeichen jetzt im Let's Play zeige. Aber es ist ja schließlich als Aufklärung gegen diese Sachen. Es ist ja nicht als Befürwortung hier in diesem Spiel und diesen Let's Play, sondern halt, so wie soll ich sagen, als Spiel und als Let's Play dagegen, dass es man halt gegen Fremdenlass und solche Dinge. Was steht denn dort? Volksverhetzung ist strafbar. Wer zum Hass gegen Teile der Bevölkerung, zum Beispiel gegen Türken, ausstachelt oder zu Gewaltmaßnahmen gegen sie auffordert, dem droht eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Das gilt auch für den, der die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Bevölkerungsteile beschimpft, verächtlich macht und verleumdet. Auch das öffentliche Billigen, Leugnen oder Verharmlosen des nationalsozialistischen Völkermordes, die Auschwitz-Lüge, ist strafbar. Was haben wir noch hier? Ausländer raus. Und einen Besen. Hui, unsere ordentlichen Deutschen haben einen Besen. Aber nie benutzt. Na, nehmen wir den Besen mit. Nee, der ist total dreckig. Würde ich am liebsten von der Wand abkratzen. Kiste mit irgendwelchen nazimäßigen Propagandaquatsch. Wird man schon vom bloßen Hinsehen schlecht. Ich finde es schon erstaunlich, wenn man jetzt die Thematik bedenkt. Bei den Wolfenstein zum Beispiel hatte man ja, oder bei anderen Spielen wohl auch, solche Symbole gezeigt worden wären, oder auch bei Indiana Jones, wenn man The Fate of Atlantis oder The Last Crusade nimmt, wo sie auch eine Versicht gegen die Nazis war, dass man halt, ja, gegen die Nazis gekämpft hat, dass diese halt nicht Atlantis entdecken oder nicht jetzt den Heiligen Gral. Da waren ja auch diese verfassungsfeindlichen Symbole weg gewesen. Zumindest halt in der deutschen Fassung. Obwohl das von der Zeit her sogar vorher war. Also warum hatte man das hier aber gebilligt, dass also das von der FSK durchgewunken wurde theoretisch und dass man hier sagen kann, oder USK, wie auch immer, ich glaube USK müsste das gewesen sein,
dass wie auch immer, dass die das also durchgewunken haben. Für dieses Zeichen. Aber bei Indiana Jones zum Beispiel musste, wie gesagt, auch gegen die Nazis gekämpft wird, sozusagen. Bei denen hatte man das nicht erlaubt. Warum? Ich verstehe den Unterschied nicht. Ich meine, das Spiel ist nicht pro-Nazi in dem Sinne und die Indiana Jones-Spiele auch nicht. Also, warum hatte man das hier drin gelassen und bei Indiana Jones nicht? Wo ist da die Logik dahinter? Na gut. Dann gehen wir uns unseren Lehrer, geben ihm diese komische Kiste, wenn der noch da sein sollte. Weil der hat gesagt, das Essen wartet und er ist eigentlich gleich zu Hause. Aber vielleicht haben wir noch Glück. Ja, der ist sogar noch hier. Hier. Nehmen. Guten Abend, Herr Bäcker. Na, Carsten, noch unterwegs? Immer im Dienst, Herr Bäcker. Haben Ihnen unsere Sprüche gefallen? Ja, die sind ja richtig originell. Was hast du denn da unten? Erinnerte im Arm. Ich habe hier eine Kiste mit Flugblättern und Aufklebern, die ich gefunden habe. Und die lagen einfach so rum. Da nicht, kann man es nicht so direkt sagen. Sie kennen doch die alte Villa. Drüben, im Park. Da treffen sich die Rechten und die Typen, die mit denen rumhängen. Da hab ich's her. Woher weißt du das alles? Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Sie sollten das auch schnell wieder vergessen. Seit die Sache mit dem Hausbrand in der Bogenstraße passiert ist, geht mir nämlich ganz schön die Muffe. Mensch Carsten, wenn das echt Kriminelle sind, dann lass lieber die Finger davon. Das ist eine Sache von die Kripo. Da passe ich schon auf. So. Kennst du die Typen etwa? Die gehen mir meistens ziemlich auf den Geist. Wieso? Die krüllen ständig nach dem Führer rum. Das ist schlimm. Woher kommt sowas eigentlich? Da gibt's 1000 Bücher drüber. Kurz gesagt, wer das so will, will Verantwortung abschieben. Und wenn den Leuten dann irgendwann die Richtung nicht mehr passt, dann wird stramm gestanden. Aber Ordnung muss doch sein, sonst ist doch nur Chaos. Ihr habt doch auch einen Häuptling bei euch im Jugendzentrum. So eine Art, den Klaus. Der ist schon älter vom Jugendamt, aber ein klasse Typ. Wir bestimmen da alle mit. Na, jedenfalls das meiste. Und? Kann der machen, was er will? Naja, nicht immer. Und warum? Manchmal kommt sein Chef. Und? Meistens kriegt der Klaus das hin. Selbst wenn sein Boss sagt, so geht das aber nicht. Wegen der Gesetze oder wegen irgendwelcher Stadträte. Wie kriegt der Klaus das hin? Der kennt sich eben aus. Und dann hat der offen oft die besseren Argumente.
Das ist übrigens noch so ein Grund, warum so viele nach dem starken Mann rufen. Für viele ist das Leben heute zu kompliziert. Zu Hause, im Beruf, in der Freizeit. Für viele ist die ganze Welt in Unordnung. Da ist was dran. Deshalb warten viele nur darauf, dass ihnen jemand die Welt erklärt. Je einfacher, je besser. Aber auf die vielen richtig schwierigen Fragen gibt es keine leichten Antworten. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Das meistens mit Absicht. Wieso? Wer für alles Patentlösungen hat, sagt doch eigentlich... Ich nehme dir das Denken ab. Du musst nur glauben und tun, was ich dir sage. Weißt du, je einfacher die Parole, umso verdächtiger. Je extremer eine Meinung, umso eher verachtet sie die Meinung anderer. Also wenn sie nächstens sagen, das ist alles ganz einfach, dann glaube ich ihnen kein Wort. Ist genauso gemeint. Lass dich nie überreden, sondern nur überzeugen. Schon überredet. Klar. Selber denken ist geil, wenn ich eure Sprache gecheckt habe. Mann, Herr Becker. Mit Ihnen kann man ja toll reden. Keine Blumen, Carsten. Ich muss jetzt nach Hause. Meine Frau wartet mit dem Essen. Ja, das hast du schon gesagt. Tschüss, Carsten. Wiedersehen, Herr Becker. Er hat aber immer noch nicht gesagt, was es eigentlich zu essen gibt. Und ja, ich sag's trotzdem nochmal, ich distanziere mich natürlich von diesen bösen Zeichen, was man da gesehen hat, von diesem Hakenkreuz. Distanziere ich mich natürlich ausdrücklich davon, weil ich muss das trotzdem nochmal extra erwähnen, besser. Müsste zwar eigentlich klar sein, wer jetzt die Folge von Anfang an gesehen hat oder halt das Let's Play jetzt von diesem Spiel. Das ist ja auch logischerweise auch so Spiele, wie Carsten sich erfühlt oder was er hier durchmacht. Aber trotzdem ist es besser, Mann. Sag das nochmal extra. So, mal sehen, ob das Monopol offen ist. Hat er gesagt, heute Abend reden wir. Um die Zeit ist das Monopol schon geschlossen. Gut, dann war der aber schon. Jetzt bei uns redet mit unserem Vater. Tür auf. Hallo allerseits, störe ich euch gerade? Nein, komm ruhig rein. Ich war erst mal überrascht, als dein Freund plötzlich auftauchte. Aber wir unterhalten uns hier ganz gut. Da haben Sie völlig recht, Mike. Im Übrigen habe ich das mit der alten Fabrik völlig falsch eingeschätzt. Ich hätte nie gedacht, dass Carsten so früh in den Ferien aussteht. Ist sonst ein richtiger Morgenmuffel. Von wem habe ich das wohl? Ja, ja. Aber sag mal, wie du auf die Idee gekommen bist, mit deinem Freund hier auf den Hals zu hetzen? Nichts für ungut, Mike. Grins. Hab schon verstanden. Weil ich das Gefühl habe, wir reden ständig aneinander vorbei. Wenn
Wenn du meinst, dass das hier uns helfen kann, soll es mal recht sein. Beim Start helfe ich gerne, aber den Rest schaffen Sie und Carsten ganz gut allein. Weil ich gehofft habe, dass Mike uns ein wenig helfen kann. Okay. Dann sollten wir anfangen. Am besten sagt Carsten mal, was ihn am meisten stört. Also wenn ich ehrlich sein soll, dass Vati immer die Dummsprüche nachbetet, die er abends an seinem Stammtisch hört. Wie kommst du darauf, dass dein Vater was nachbetet? Immer wenn Mutti mich in seine Kneipe schickt, um ihn zum Abendessen zu holen, da bekomme ich das ganze Gesülze mit. Alle Schmarotzer, die Ausländer. Die nehmen uns die Arbeit weg. Die klauen unsere Jobs. South Park. Recht hast du, Karl. Die Wohnungen auch. Die stellen unseren Frauen nach. Das ist eine Menge Holz, das du da auskippst. Glaubst du, dein Vater unterschreibt das alles? Widersprochen hat er nie. Warum auch? Ist ja eine Menge Wahres daran, will ich mal sagen. Dann sollten wir wirklich drüber reden. Herr Wegener, wie ist das mit der Arbeit in Ihrem Betrieb? Sind da Ausländer beschäftigt? Sogar ziemlich viele. Sie sind doch Lagerverwalter. Ja. Woher kommen die Ausländer so? Aus Jugoslawien und der Türkei. Keine Deutschen? Ein paar Frauen und ein Gabelstaplerfahrer. Und arbeiten die Ausländer gut? Ja, das würde ich sie feuern. Sie stellen ein und feuern? Im Lager, hab ich das Sagen. Und sie nehmen keine Deutschen? Für die Arbeit. Ist wohl zu schmutzig und zu schlecht bezahlt. Sieh mal an. Woher weißt du das denn, du Glückschaser? Aber recht hat er, Carsten. Oder sehen Sie das anders? Naja. Und Ihre Ausländer, die nehmen keinem den Job weg. So gesehen nicht, aber jeder weiß, hier leben 7 Millionen Ausländer. Und wir haben Millionen Arbeitslose. Das muss doch irgendwie zusammenhängen. Arbeitslose Lehrer oder Ingenieure zum Beispiel. Hätten Sie für die Arbeit? Was soll das denn? Die sind doch zu fein dafür. Und denen nehmen die Ausländer die Arbeitsplätze weg? Oder den arbeitslosen Piloten? Oder den Kumpels in den Gruppen? Da arbeiten doch selbst massenhaft Ausländer. Und die leiden auch darunter, wenn ein Betrieb zugemacht wird. Klingt richtig. Für die Fälle. Was sagt denn euer Betriebsrat zu den Ausländern? Wenn ihr mehr zahlt,
könntet ihr doch Deutsch anheuern. So einfach ist das nicht. Wir halten uns ja kaum über Wasser. Geld für mehr Löhne ist nicht. Sehen Sie, Herr Wegener, so einfach ist das nicht. Ja, da war noch nichts mit Mindestlohn gewesen zu dieser Zeit. Aber irgendjemand muss doch schuld sein, wenn es so schief läuft wie jetzt. Noch mit den arbeitslosen Lehrern, heute haben wir Lehrermangel. Jetzt fehlen Arbeitskräfte. Genau das ist der Punkt. Jetzt benötigen wir Lehrer und Fachkräfte. Wenn es schwierig wird, muss eben ein Sündenbock her. Da ist was dran. Sitzt eigentlich bei Ihnen in der Chefetage ein Ausländer? Bestimmt nicht. Und in der Betriebsverwaltung? Ich glaube, ein Italiener. Aber der hat ja auch eine deutsche Frau und Kinder. Aber sag doch selber immer, die Ausländer nehmen uns die Frauen weg. Der ist doch fast ein Deutscher. Aber vorher war er ein Ausländer. Meinen Sie wirklich, ein Pass kann Menschen in zwei Kategorien teilen? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ich habe ja auch nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Dafür sind auch die Politiker da und auch die Presse. Du fragst doch auch keine Politiker, wenn es um deine Arbeiter im Betrieb geht. Je mehr man da übereinander weiß, desto weniger erschreckt einen, was bei anderen anders ist. Aber die Türken, das sind doch alles Moslems. Mag sein, aber stören die sie beim Beten? Nee, aber die andere Kultur, die Frauen mit ihren Kopftüchern. Und dann hocken die auch immer zu vielen zusammen. Haben sie nicht auch manchmal eine große Familie gewünscht? So wie das früher auch bei uns üblich war, wo einer dem anderen hilft. Ich denke mal darüber nach. Und Carsten, du gehst jetzt ab in die Falle. Es ist spät geworden. War keine schlechte Idee, mal über alles zu sprechen, glaube ich. Finde ich auch. Aber mit mir geht's eben auch schon mal durch. Und alles wissen kann ich ja auch nicht immer. Wenn das Mutti gehört hätte. Die habe ich übrigens angerufen. Mutter ist morgen auch wieder da. Das ist ein Knaller. Danke, Vati. Gute Nacht. Gute Nacht, Mike. Das wäre echt eine gute Sache mit dem Mike. Aber ich gehe trotzdem gleich auf mein Zimmer. Also, mir reicht's für heute. Ich werfe mich in die Kiste. Er rührt wie ein Hirsch. Morgenstund hat Blei im Mund. Na gut, an Stelle kann ich ja die Folge erstmal beenden. Habt ihr ja gesehen. Mit dem Lehrermangel, was die sagen, ist ja eigentlich heute bei uns. Hier haben sie gesagt, oh, arbeitslose Lehrer. Zu viele arbeitslose Lehrer und alles. Heute ist überall Lehrermangel, wo die Schulen unterbesetzt sind.
auch andere Betriebe, wo eigentlich noch Fachkräfte fehlen, die unterbesetzt sind. Wo auch dann, sag ich mal, die Leute fehlen. Nach was jetzt mit dem Betrieb von dem Vater von Carsten, ist es ja genau dasselbe. Wir können aber nicht mehr zahlen, um Deutsche einzustellen. Das wäre zum Beispiel auch noch ohne Mindestlohn. Wo heute zum Beispiel der Mindestlohn halt aktuell ist. Ah gut, das Spiel ist halt von 93 oder 95, ich weiß nicht, von wann das ist eigentlich. Ah, ich finde es aber irgendwo immer noch aktuell, finde ich. Aber na gut, ich werde jetzt die Folge beenden, wie gesagt. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal sehen, was uns Tag 5 bringt, weil heute ist ja dann theoretisch die Eröffnung des Jugendclubs. Also macht's gut, bis dann, tschüss.